König der Spiele werden mit einem Deck aus nur Master Packs. Ich starte mit einem komplett frischen Master Duel Account und nur 10 Master Packs. Daraus baue ich ein Deck und stürze mich in den Rank Grind. Nach jedem Sieg darf ich ein Master Pack öffnen, um mein Deck zu verbessern. Das ist die Master Pack Challenge. Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Ja, es gibt nicht die eine Karte, die mich hier raus rizzelt. Oh mein Gott! Das ist stark. Alles set. Als ob er nicht noch ein Fusion Target hat. Na, Bro, was ist das? Was? Habe ich hier irgendwas verpasst? What is going on? Haben wir nicht so ein bisschen Angriffssupport? I don't know. Ey. Floodgate, Chat. Floodgate. Jeder Spieler kann nur einmal specialen. Ich glaube, den spielen wir. Weißt du, Ashuna specialen, schaurige Motte, Tribute summon. Jeder Spieler kann nur einmal specialen. Dude. Oh, Level 8 Synchro. Ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger. Das ist generisch. Falls du diese Karte Synchro Show kannst, muss alles Material dieselbe Eigenschaft. Unangenehm. Einfach spielst du, falls du 4 oder mehr Empfänger mit unterschiedlichen Namen... Was ist das, Bro? Bro, what the fuck is that? Der ist generisch, aber der ist voll crap. Ich bin lieber Berserker, der Tandy. Oh! Link 2 Crusadier mit unserem Crusadier... Oh mein Gott! Wait, ist das ein bisschen insane? Wir haben ein Crusadier-Monster. Storm Neos, nice. Alter, Schattenpuppe Ungeheuer? Ziehen wir gleich noch Winder oder was? Falls ihr diese Karte in der Hand befindet, kannst du einen Photon. Okay, nee, ist Trash. Vampir Vertrauter. Wir haben den Vampir Dog, aber das reicht nicht, um eine Strat zum Funktionieren zu bringen. Okay, müssen auf jeden Fall Sachen machen am Deck. Auf jeden Fall. Aber jetzt noch die Bonus-Packs. Bam, bam. Oh, Flip. Dein Gegner kann bis zum Ende der Endphase des nächsten Spielzugs keine Zauberkarten aktivieren. Bisschen Trash. Generisch? Level 7. Das hat uns gefehlt im Extra-Deck. Du kannst ein Monster vom Typ C in deinem Friedhof aus dem Spielfeld entfernen, um 1200 Lifelines zu gainen. Mit den Magnites? Gar nicht so bad. Ich glaube, die kommt rein. Da wird es hier im Extra-Deck ein bisschen was zu... der Extra-Deck-Platz, der wird immer knapper, ne? Begegnung der Verteidiger. Aktiviert diese Karte nur während der Battlephase. Monster und Defense, die dagegen kontrolliert werden, in die offene Attack. Trash. Oh, wait. Nee. Während der Endphase, falls sich diese Karte durch Kampf zerstört, auf Videoblick wurde am Beginn des Damage Steps offen lag, beschwöre diese Karte als Special. Nope, Trash. Okay. Wowie. Neues Deckprofil. Allzu viel hat sich nicht geändert. Ein bisschen extra Deck ist weg. Dafür spielen wir jetzt Psi Lebenstrancer. Level 7 Synchros haben in unserem Arsenal gefehlt. Nicht das beste Monster, gaint uns aber ein paar Life Points, wenn wir hier einen unserer Magnites banishen. Und dann spielen wir jetzt ganz neu die schaurige Motte. Das verstärkt nochmal unseren Going First Gameplan. Also Going First haben wir jetzt Deckblockade. Wir haben Inspector Border. Wir haben schaurige Motte, die sagt, jeder Spieler kann nur einmal Special Summon. Und die hoffen wir zu beschwören, indem wir halt so Free Special Summons wie Shtana oder sowas ziehen. Oder einen Tenny generell. Ja, und damit gehen wir rein in den Rank Grind. Guck mal, es funktioniert doch wie Zuckerbrot. Ja, das ist ein Bot. Guck mal, sein Name. 50 Karten Main Deck. Das ist ein Bot. Das vorhin dachte ich, der Finsterlord-Spieler dachte ich vorhin wäre auch ein Bot. Es gibt so eine 1% Chance, dass der Finsterlord-Spieler von vorhin auch ein Bot war. Ich bin ehrlich. So wie das Spiel ausgegangen ist, das war vielleicht auch ein Bot. Aber, da lassen wir uns jetzt nicht von Hops nehmen. Wir aktivieren Yorori Punk. Und searchen unser Monster Negate. Just in case, dass ihr hier irgendeinen Unfug treibt. Aktivieren Deck Blockade. Setten hier die Anti-Dark Magician. Quick Play. Monster Negate. Pass. Bam. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Big Barbo Monster. Aber vielleicht ist es auch einfach Self-Decay. Dann ist es auch schnell vorbei. Wir sind in der Standby. Main. What? Der war aber ganz schön kurz nur in seiner Standby. Vielleicht ist kein Bot. Oh, set one.
By the way, uns fehlen nur noch 21 Discord-Member, dann haben wir da die 1000 geknackt. Wie insane ist das, by the way? 1000 Discord-Member. Weiteres Set. Das ist wieder so ein Bot, Alter. Ich weiß nicht, warum spielen die Bots so gerne blockierte Beine? Das ist irgendwie so ein Bot-Staple. Warum spielen Bots so gerne diese Karte? Gibt's dafür einen Grund? Und jetzt hätte... Damit es noch länger dauert. Weil er jetzt wieder ein paar Karten settet. Ist das lustig. Okay. Sure. Ja, aber du kannst ja auch andere nützliche N-Karten craften. Guck mal, jetzt rennt er auch noch rein. Ja. Ja. A Bot Behavior. Free Win. Okay. Ist unser erster Free Win des Tages. Wird mir auch mal gegönnt sein. Darf man ja mal. Ein Free Win mitnehmen. Imagine, wir sind auf dem Rank-Up zu Master One und unser Rank-Up-Game ist so ein Bot. Weil manchmal sind die Bots so aus unerklärlichen Gründen so auf Platin und da fragt man sich, wie die das da hinschaffen. Was ist der höchste Rank, wo du schon mal einen Bot gesehen hast? Crusadia wird normal. Wir können in Synchro 6 gehen und das sollte ja reichen. Einfach Big Damage. Insektron. Und wir haben jetzt auch drei Typen für Ishatos oder so. Keine Ahnung. Meta Poly. Einfach Big Damage. Alles nochmal setten. Alright. Bist du Ganova, Alter. Naja, da kommt derselbe Gag auch nochmal von Saku, Alter. Ihr Räudigen, Alter. Ihr seid Räudigen. Platin 5, okay. Guck mal, und wegen so Spielern wie Luffy sind die Bots dann in Platin, Alter. Genau so. Das ist ja die Intention. Also das ist ja mit Absicht so, dass die so lange wie möglich in jeder Phase einfach stucken. Dass du dann annoyed wirst, einfach richtig genervt. Kennst du den Masterpack AW-Bot? Ja, den kenne ich richtig gut. Okay, V-Jump hilft mir nicht so viel. Deckblockade hat hier bestimmt richtig krass gerissen. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran, gegen die Bots zu surrendern. Habe ich ja im Staubbohnen-Video zum Beispiel auch gemacht. Weil ich dann einfach gute Games haben wollte, statt gegen so einen Bot zu chillen. Macht ja auch Sinn. Ja, ja, genau. Erst ab Platin kann man ja downranken. Okay, gib mir irgendein normales Summon, dann ist das ein Win. Und dann sind wir Gold 1. Let's go. Oh, Solga. Solga. Er geht rein in die Battle-Phase. Respectable. Greift mein Set an. Es ist V-Jam. Der Besama, Alter. Bam. Damn, Dude, wo sind die Monster, wenn man sie mal braucht? Okay, ein spannendes Matchup. Ja, ja. Haut hier die Bot-Witze raus, dass ich der Bot bin. Aber ihr seht euch zweimal um, wenn hier Masterpack AW mit seinem Account auf Master chillt bald. Okay. Schon wieder blockierte Arme. Es ist verrückt. Ach, das ist nicht blockierte Beine, es ist blockierte Arme. Ah. Ich dachte, der bounce mir jetzt wieder alles auf meine Hand zurück. Das wird ein langer, harter Grind. Ey, irgendwann, ich sag mal so. Ich weiß, die Masterpacks sind random, aber irgendwann müssen doch da gute Karten mal rauskommen. Gibt es Karten, die nicht in Masterpacks vorkommen können? Weil wir ziehen ja wirklich viel Schmutz.
sage ich mal. Wir ziehen wirklich ganz schön viel Schmutz. Warum hat Double Pass den nicht funktioniert? Ja, scheiß drauf. Skill kann man nicht pullen. Ah, okay. Daran liegt's. Jawohl, da mal GG. Verdientes Masterpack, Freunde. Verdient. Alter, ist das eine Dreier-Winstreak, die wir gerade hier knallen? Ist das gerade eine Dreier-Winstreak, die wir hier knallen? Gold One? Wir haben gerade eine 5-Winstreak. 5er-Winstreak mit Masterpacks. Das, was davor geschehen ist, das ignorieren wir mal und gehen direkt rein ins Masterpack, okay? So, erste gute Karte, maybe? Oh! Wegwerf-Zauberstab. Rüste einen Hexer aus, ne? 800 Attack. Blablub. Okay. Naja, wir spielen nicht genug Hexer für den Quatsch. Teilung. Wähle einen niederträchtig. Nope. Simul. Erzunterwettler. Ich finde, kann kein Spieler Monster mit demselben Kartentyp, die er bereits kontrolliert, special. Interesting. So ein bisschen Budget D-Barrier. Falls du nicht zwei oder mehr Monster desselben Kartentyps kontrollierst, erhalten alle Ritual Fusion Synchro XYs und Link Monster 500 Attack. Plus 7 im Chat, wenn wir die spielen sollen. 7 im Chat, wenn wir die spielen sollen. FA Whipcrosser. Wir haben schon ein, zwei FA-Karten, aber nicht genug. Und der ist auch pretty garbo. Künstlerkumpel Freundesesel. Ein Künstlerkumpel von Hans Special. Das ist cool. Brow. Nope. Die ist trash für uns. Volcanic. Endlich. Vulkanischer Auswurf. Geil. So, letzte Shiny ist hoffentlich was Brauchbares. Für unser Panel Deck. Actually zwei Karten hier fürs Potential Panel Deck. Ah, ich habe die Legacy Packs vergessen. Alright, die Hand sieht gut aus. 4 extra Deckkarten. Spielen wir nochmal gegen Bot? Noch ein Free Win? Nehmen wir mit, oder? Ey, den nehmen wir mit. Den nehmen wir doch mit. D-Wolle, wenn ihr beim Deckbau helfen wollt, ich kann ja mein Pendelkartenpool in den Discord posten. Dann können wir da gemeinsam. Das würde ich dann aber so im Discord streamen und nicht on-stream machen vielleicht. Kettenenergy. Es ist einfach nur ein Burn-Bray. Es ist einfach nur ein Burn-Bray. Okay. Okay. Schreckliches Feuer. Cool. Wir können instant Anti-Burn-Strat, by the way, sette die Erinnerung des Weltvermächtnisses in die Spalte von Ketten Energy. Special Summon Magnite Orange. Normal Summon Spiegelresonator. Synchro 7 für Psy-Lebenstrancer. Banish den Magnite von Graveyard und gain 1200 Life. 100% Ebben. Oh, das ist sogar noch besser. Erstmal Michi rein. Erstmal an Michi. Let's go. So, kostet ihn. Life Points. So. Um seine Hand normal zu setten. Ich chill. Ich will mich hier nicht zu krass burnen. Ich könnte halt Soma aktivieren. Ich glaube, das mache ich noch. Aktivieren wir noch Soma auf den Michi. Gönnt uns Damage. Das müsste aber gleich durch sein hier.
Also ich Normal Summon irgendeinen Dude into Link 2, Donnerdolch oder was auch immer. Oder den, der Dings geht hier auch, der Codeknacker, und dann ist das auch schon geschehen. Okay, die eine Set bereitet mir Sorgen. Er burnt sich selbst to death. Dark Elf. Okay. Bot. Safe Bot. Greif in die Set an. Do it. Pay 1000 Life Points und greif mein Set Michion an. Was soll ich sagen? Ich bin einfach der most skilled Gamer. 7er Winstreak. Mit Master Pack. 7er Winstreak. Macht es mal nach. Macht es mal nach auf Gold 1, ja. Ja, nice. Gönn. Der Flip Summon kostet mich ja wohl nichts. Perfekt. Die letzte Backrow können wir killen. Spiegelwand. Perfekt. Ja. Das ist fein. Enormous Summon den Dude. Codeknacker. Einfach Angriff. Ne, Michi halbiert ja die Life Points. Und nachher zieht er irgendeine Burnerino-Karte, die mich dann hops nimmt oder so. Keine Ahnung. Plop. Alright. Nennt mich Master PKW! Tschü! Jawoll, Digga! Damn, extra Portion Legacy Packs. Master Pack AW gönnt sich ein Master Pack und Legacy Packs, darf ich nicht vergessen. Bam, boom, bam, Pega. Oh! Oh mein Gott, die Pendel Strat. Oh, die Pendel Strat. Oh, nächste Folge sieht mir nach einer Pendelfolge aus. Oh boy. Okay, die Karte ist Schmutz. Drytron. Trash. ZB Blitzklinge. Auch eigentlich Schmutz. Flammwelt Drachenhoff. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, füge deinem Gegner 500 Damage zu. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof und ein offenes Feuermonster, das du kontrollierst, verbannen. Füge dann eine Flammwelt. Hoho. Es kann nur ein erdgebundener unsterblicher Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls kein offener Spielfeldzauber auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte Monster, denn es können diese Karte nicht als Angriffsziel wählen. Diese Karte kann direkt angreifen. Falls diese Karte genormelt wird, wähle 1 bis 3 Karten, die du kontrollierst, aber nicht mehr, als dein Gegner in seiner Hand hat. Jesus, was sind das für Restrictions? Mische sie ins Deck, dann wirf dieselbe Anzahl... Och, ist das Schmutz. Exis-Vertrauen. Füge deiner Hand ein Panzerungs-Exis-Karte hinzu. Haben wir, glaube ich, keine. Und die letzte Karte ist bestimmt nicht Trash. Gen-X-Verbündeter Dura Dark. Einfach, du kannst ein Monster in Angriffsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert und dieselbe Eigenschaft hat wie diese Karte. Zerstöre jenes gewählte Ziel. Ja, nee. Okay, Legacy Packs. 4 Stück. Ist garantiert nicht Schmutz drinne. Alright. Okay, ist Saku? Ist Saku noch da? Jetzt müssen wir es spielen. Totem 5. Falls 5 Monster gleichzeitig gespecialt worden werden, anschließend die Karte zu zerstören, so viele Karten hier hinter wie... Nee, wir schaffen nicht 5 Mal zu specialen. Oh, Upgrade Pack. Werden wir gescampt? Verlagerung. Wenn dein Gegner genau ein Monster, das du kontrollierst und keine anderen Karten für einen Angriff oder Spell oder Trap-Effekt targetet, wähle ein anderes Monster. Nope. Guppi. Trash. Komplett Schmutz. Komplett Schmutz. Wurden wir auch gebaitet, by the way, von diesem Upgrade. Woo. Solomons Gesetzbuch. Überspringe meine eigene Standby. Insane. Wer wollte nicht schon mal seine eigene Standby überspringen? Skip einfach die eigene Standby. Geil.
aktiviere ich in der Draw-Phase direkt Main. Wie krank ist das denn, Digga? Wie krank ist diese Karte, Digga? Time Lords. Lol, true. Schaffen sich die Time Lords in der Standby weg? Das wäre funny, Alter. Salomons Gesetzbuch, um Time Lord Michion einen weiteren Turn auf dem Board zu kriegen. DPE skippen. True. Ey, ihr seid so cracked, Alter. Deswegen habe ich euch im Chat, weil ihr einfach... Ihr seid einfach zu big brain, Chat. Ihr seid einfach zu krass. Deswegen, wir spielen Solomon. Let's go. Und Flammenoger natürlich. Kann nicht gespecialt werden. Wenn er genormelt wird, zieht man aber eine Karte für zwei Tributes. Epic. Alright. Graulien Spaltung. Die Karte haben wir, glaube ich, schon. Ist nicht so gut für uns, weil wir noch nicht so viel Graulien haben. Und der Vanilla. Epic. Wir haben viele Kombos, die Going First knallen. Wir haben davon nichts gezogen. Ist aber auch okay. Graulien, Adler und Kanadier Setten reicht in der Regel. Lucky Luke besitzt 13 Karten im Extra-Deck und hat ein super solides 59-Karten-Main-Deck. Na, den nehmen wir doch hops. Den nehmen wir doch hops. Drangshrine. Oh oh. Potentially Pendel oder Blue Eyes. Es Blue Eyes. Goddamn. Das ist aber ein schlechter Blue Eyes Spieler, weil du kannst den Vanilla Blue Eyes senden und dann noch zusätzlich einen senden. Okay, ich darf Kanadier nicht auf den Bree aktivieren. Oh, Blue Eyes ist immer Struggle, Alter, wegen dem Alternate Dragon. Ich sag's so, wie es ist. Der Alternate Dragon, der nimmt mich wirklich hops. Okay. Er summoned einen Blue Eyes. Okay, also ich darf nicht den targeten. Ja, der ist gedacht. Das Ding ist, ich könnte in den Blue Eyes mit Assailant reinrennen und den dann banishen, so. Es wäre possible. Oh, was ist das? Biete ein Effekt Monster Tribute und dann eine lege es auf den Friedhof. Okay, er legt. Ja, sure. Er summoned noch ein Blue Eyes. Assailant würde halt viel mehr Hops nehmen, aber sobald der... Ja, ich debattiere gerade mit mir, ob ich halt einen Blue Eyes wegnehme oder nicht. Wir probieren es mal. Wir haben noch den Adler, um dann ein Fusion Monster oder was auch immer er dann macht, zu snacken. Noch haben wir die Life Points, um das zu tanken. Okay. Beide weggesnackt. Ich sette mal... Weltvermächtniskarte, just in case, dass ich Defense brauche. Aber ich würde es dann halt in der Endphase eher aktivieren wollen, um mir Magnite zu gönnen, den Level 6 Magnite. Also am besten ist, wenn ich hier Kanadier nicht benutzen muss, kann ich den Magnite specialen, Elefu normeln und komme direkt in Berserker der Tenji. Dann könnte ich Kanadier aktivieren, den Blue Eyes bucken, mit dem Tenji rüber. Aber das ist alles halt, wenn er nichts macht. So, also ich habe Lines, aber er macht halt Stuff. Er macht halt Stuff. Okay, er hat den Blue Eyes zurück ins Deck geschaffelt. Und holt noch einen. Okay. Er triggert die auch, wenn man sie angreift. Aber da steht explizit Karte oder Effekt. Da steht nicht generell gewählt wird. Kann man die angreifen? Also in der Endphase, dürfen wir nicht vergessen. Den Level 6er. Keine Attack. Bei Gott, Schockgesell die beste Karte. Wow. Okay. Special Summon, Orange. Normal Elefun.
Effekt Donnervogel. Ich glaube, Donnervogel kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich den gesummoned habe, aber unendlich oft, wie viel ich Backrow schieße damit. Es war Drachenauferstehung. What is going on? I don't even know. I don't even know. I don't even wanna know. Wir specialen Drachenberserker der Tönjü. Rinder. Und noch ein Attack. Let's go. Secret Effect von Berserker der Tenny. Und wenn der Bre es jetzt wagen sollte, wir hätten fast Game gehabt, hätte ich Gaulien Adler geflippt, aber nicht worth it. Wenn er es jetzt wagt, einen Monster Effect zu aktivieren, haben wir einen Banish. Ist es die 8er Winstreak? 8 Winstreak, Digga? 8 Wins in a row mit Master Packs only? Ist Shlomo AW cracked out of his mind? Let's go. Rinder. Gib mir den Win. Gib mir den Win. Mirror Force. Ist der Bre episch, Alter. Mirror Force. Okay. Hatte der Gauner eine Mirror Force, Alter? Wer rechnet denn im Jahren des Herrn und Erlösers Electromite 2024 Drizzle Drizzle mit Mirror Force? Damn, dude. Nutella-Glas, was geht ab? Wait. Hä? Was ist das denn? Du kannst einen Effekt aktivieren, basierend auf den Eigenschaften in deinem Friedhof. Licht. Lege ein Blue Eyes oder eine Karte von Deck auf den Friedhof. Finsternis. Lege ein dunkler Magier. Okay. Naja, nee. Ich will nicht, dass er einen Alternate auf dem Grave legt. Dann bin ich cooked. Keine Alternates im Grave. Da bin ich cooked. Er passt. Perfekt. Okay. Komm, gib mir Normal. Gewonnen, Baby. Win it. So weit kommt's noch hier. Nee, der nicht Alternate. Hier, ich mein... Ey, ich werd hier geshit-talkt. Ich gewinne! 8 Wins in a row mit Master Packs only, Digga. Ich bin unstoppable. Direkt auf dem Weg zu Master One, Digga. Gib mir. Geil, Mann. Noch 2 Wins, dann eine Platin. Gib mir ein gutes Master Pack, Alter. Let's go. Ich glaube, das ist unser dritter Kaiju. Das ist schon wieder... Ich glaube, genau den haben wir schon. Ich glaube, exakt den haben wir schon. TG? Nope. Spiroal. Du kannst ein Spiroal-Monster wählen, dass du kontrollierst, rüstet das gewählte Ziel. Nee, der ist Schmutz. Nova Summoner. Das ist actually gut. Wenn diese Karte durch Kampf auf dem Friedhof gelegt wird, kann ich ein Lichtfee mit 1500 oder weniger Attack von meinem Deck specialen. Kann man damit Michion specialen? Geht das? Das ist ja witzig. Kann ich damit Michi specialen? Ich muss gucken. Also damit ist halt diese, ich hatte diese musikalisch-Kombo drinne. Damit ist das, glaube ich, wieder viable. Ich muss gucken, wie viel hat die musikalische Lady 1600 Attack oder 1500? Muss ich gucken. Oh, Kater. Mein Kater joint. Gönnt euch mal. Der schnurrt hier gerade. Alright, nice. Cat Riz. Alright. Einmal Passcode. Beschwöre einen Spielmakel als Special. Voll gut. Mit 2000, 2000? Ey, die Karte ist insane für mein Deck. Voll geil. Der ist auch noch Level 4 für Synchro-Plays. Alter, die kommt sowas von rein. Okay, die Karte ist eher nicht so gut. Muss gespecialt werden, indem ich genau 5 Monster im Friedhof habe. Schon mal Trash.
Und jetzt die Super Rare ist... Cyberfinsternis. Das ist Schmutz. Ey, aber über den Einmalpass-Code und den Nova Summoner freue ich mich actually. Pendeldeck. Das Pendeldeck. Falls du keine Monster kontrollierst, will er ein Zombie-Monster. Okay, nee. Haben wir nicht. Alright. Wir gehen mal rein in den Deckbau. Das ist das Deckprofil. Updated. Hat sich nicht allzu viel verändert. Wir haben jetzt hier einmal Passcode drin und Double Passé ist rausgeflogen. Hat mittlerweile nicht mehr so überzeugt. Hat man auch, glaube ich, so ein bisschen in den Games heute gesehen. Ja, aber einmal Passcode, insane, Level 4, große Attack-Stats, Cybers. Ja, das wird pretty epic. Können wir hier in den binären Schwertkämpfer vielleicht oder so eingehen. Mit ein paar Tokens oder irgendwie so ein Quatsch, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wir gehen jetzt weiter rein in den Rank Ride. Nicht die beste Going First Hand, sagen wir so. Wir haben nur einen Monster Negate. Muss reichen. Aber das sieht mir aus wie ein echtes Deck. 15 Karten extra, 40 Main. Das sieht mir aus wie ein echter Deck. Flederwisch direkt reingerizzelt, Alter. Oh, Billy Boy. Okay. Das ist hier wahrscheinlich nicht winnable. Falsch aussprechen. Es ist Dark Magician. Wir können... Gib mir einmal mein Quickplay, der eine offene Spelltrap zerstört. Und wir haben das Ding gewonnen. Dark Magician ist in unserem Deck absolut possible. Es ist possible. Aber er hat alles. Er hat alles. Das wird echt, das wird eine harte Nuss. Es fehlt nur noch der Dark Magician Access. Und den hat er vielleicht schon auf seiner Hand. Das wissen wir nicht. Das ist hart. Hätte jetzt hier auch... Oh ja. Das hätte jetzt hier gebankt. Den zu negieren. Uff. Was searcht er? Gibt viel Ausschluss, was er hier searcht. Er hat probably schon einen Dark Magician in der Hand. Ja, oder so. Ja, das guckt. Oh, er bespürt nicht den Dark Magician. Er legt zwei Spells Traps weg. Eine von der Hand vielleicht. Heal Spell kann ich verstehen. Und das, um zwei neue Karten zu sehen. Ja. Noch eine Set. Karte ziehen. Okay. Dark Magician im Grave. Trap hat er gesettet. Gib mir den Blizzard. Gib mir den Blizzard. Warum heute kein Staubohnen? Hallo Tokota. Hi. Ja, nee. Staubohnen, das Thema ist für immer beendet, Alter. Artemis. Ey, da ist jemand inspiriert von meinem Deck-Profile. Was ich noch nicht gemacht habe. Okay, wir haben Instant. Es ist halt schwierig, ne? Also... Ich könnte halt instant in Berserker der Tenny gehen. Aber... Springt mir nicht so viel. Ey, ich weiß. Ich jubile erstmal, weil mein Gegner kontrolliert ja mehr Monster als ich. Und alles, was ich hier habe, sind Special Summons. Watch. Ich aktiviere den Capper. Deine Wrestler Capper. Summon Limit! Oh Gott, Cancer.jpg, Digga. Was ist das denn? Oh mein Gott. Wie cringe bist du, Bro. CK, was geht ab? Mir geht's schlecht. Guck dir den Quatsch an. Ich brauche hier auch nichts zu beschwören. Er linkt es weg und banisht es mir dann in meinem Turn. Oh, mein Kater hat gekackt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Game hier schnell vorbei ist. Dann machen wir so. Bin gleich wieder da. Der braucht wahrscheinlich einen Moment. So.
Ja, sein eigener Summon Limit nimmt ihn hier wahrscheinlich hops. Alle Mau, Digga. Wenn du wüsstest, was wie meine Hand aussieht, Bro. Ja, ja. Wir sind cooked. Summon Limit. Ja, ich habe auch nicht mehr genug Life Points. Ist vorbei. Summon, also ohne Summon Limit wäre ich absolut im Game gewesen. Sage ich so, wie es ist. Ohne Summon Limit wäre ich im Game gewesen. Alter! Alter! Watch! Die Shifter, mir egal, Bro. Du bist cooked. Tribute Summon! Schaurige Motte! Und ich aktiviere Deckblockade. Biatsch! Let's go! Was geht ab, Beast Hunter? Come on, das muss reichen. Deckblockade plus schaurige Motte. Er hat halt Shifter aktiviert, das heißt, wenn er jetzt Fenrir specialt, bin ich trotzdem cooked. Also Special Summon irgendein Kashtira-Monster und wir sind trotzdem am Arsch. Ja, CK, läuft gerade richtig gut. Jetzt evenly matched. Alter, das wäre auch crooked. Okay. Wir gehen rein in die Battlephase. Der denkt sich auch, was zur Hölle ist hier los, Bro? Was zur Hölle ist hier los? Nur ein Special Summon Chat. Also Deckblockade plus Motte. Gute Kombo. Am Ende haben wir ein reines Stun-Deck. Ist echt so, Alter. So, Deckblockade verlässt jetzt das Spielfeld. Das Ding ist, Normal Summon, ich habe exakt Game. Normal Summon, Reclusia. Nee, ist nicht exakt Game. Weil ich habe jetzt gedacht an mein Donnerdolch, aber der Tribute ist sicher. Okay, dann chillen wir einfach. Chillen. Es ist actually Kashtira, okay. Das sind Psi-Monster. Bei Kashtira bringt auch das nix. Die Backrow, die hebe ich mir auf. Der ist doch jetzt komplett am Arsch. Warte mal. Der ist doch jetzt komplett guckt. Bringt mir das was, Reclusia zu machen? Into Link 2? Donnerdolch. Call Kashtira Riseheart. Chartos hilft. Sollen wir machen? Ah, nee, Quatsch. Donnerdolch, genau. Nee, ich chill mit meinem Ishatos noch. Aber ich setz schon mal den Reclusia. Save ich mir später normal. Er setzt. Ah, oh mein Gott. Nee, ich hab mittlerweile, ich hab noch keinen Zeus, ne? Graulien Adler ist sick. Damn. Okay. Wir können in unseren Link 3 gehen. Actually. Watch, Chat. Normal Adler. Flip Crusadia. Specials. Ich könnte Ishatos jetzt schon special, aber er hat da eh eine Backrow. Doesn't matter. Ja, und wir gehen rein in den Drillings Feuerstoß. Der macht Piercing. Das ist actually funny, Alter. Das ist actually so übertrieben lustig. Lul. So, Ishatos in meiner Hand ist live. Er ist so cooked. Er ist so cooked. Oh mein Gott, wir haben gewonnen gegen Kashtira.
Das ist ein Thumbnail, Alter. Das ist ein fucking Thumbnail, man. Oh mein Gott, wie good is that? Oh mein Gott. Special Summon the Shortos, let's go. Banish einen Dino, einen Hexer und ein Aquamonster aus meinem Grave. Special Summon the Shortos. Also selbst Imperm rettet ihn nicht. The Shortos Effect. Call. Zombie. There can be only one! Oh oh. Kann nur. Wait, aber das juckt mich ja nicht, oder? Ja, wir behalten definitiv. Wait. No! Ich hab den falschen weggeschickt. Shit. Egal. Das war wirklich aus Versehen right now. Shit, no! Hab ich mir gerade das Game gekostet? Fuck, ich habe aus Versehen die Shardos weggeschickt. No. Shit. Ich schwör, wenn er jetzt Comeback macht. Weil, oh nein, ich bin so dumm. Ich dachte, ich klicke auf das Monster, was ich behalten will. Er impermt jetzt meine Motte. Nein. Oh oh. Ey, ich hatte gerade. Ich habe gerade echt. Ich habe. Oh mein Gott. Mann, nein, ich weiß, was die Karte macht, aber ich dachte, ich klick auf den Bre, den ich behalten will. Oh nein, shit. You're a third-rate duelist with a fourth-rate deck. Oh mein Gott, nein. Wait. Er macht nur den Bre. Okay. Wir können, je nachdem, was wir ziehen. Okay. Ha, imagine, wir hätten jetzt unseren Rank 6. Weil der outet hier gleich meine schaurige Motte. Fuck, was mache ich, Chat? Weil das Ding ist, there can be only one. Man nimmt ihn selber nicht hops. Ich hab's. Ich hab's. Normal Summon. Mein Spiegelresonator. Special Summon. Donnerdolch Fellsöldner. Ich schwöre, wenn da eine Imperm liegt, ich kann nicht mehr. Effekt Donnerdolch Fellsöldner. Come on, please. Wait, what? Er kann nicht zerstört werden. Oh mein Gott. Warum? Warum kann er nicht zerstört werden? Warum? No! Es ist die erste Line. Ich kann nicht lesen. Nein! Du hättest Max setten sollen. Wie soll ich den denn setten? Ach so, dass er so da angreift mäßig. Stimmt. Das wäre auch funny gewesen. Oh mein Gott. Ich throw dieses Game away einfach. Ich schmeiß dieses Game gerade wirklich weg. Oh Mann. Wie schlecht. Ich hätte es einfach in der Tasche gehabt. Shit. Oh, nee. Aber da kann er gerade nichts machen eigentlich, oder? Pass. Er greift nicht mal an. Warum auch? Oase. Oase gewinnt mir das Game! Oase gewinnt mir das Game. Oase gewinnt mir das Game. Oase gewinnt mir das Game. Oh mein Gott. Oase gewinnt mir das Game. Oase gewinnt mir das Game. Oh mein Gott, ich schwör. Oh mein Gott. Herr im Himmel, Yu-Gi-Oh! Gott, Herz der Karten, keine Ahnung. Wenn es dich gibt, dann lässt du mich jetzt dieses Game
gewinnen. Please. Oh boy. Er sieht mein Deck mit 60. Oh, la Krise. Ich darf nicht vergessen, dass ich in seinem Turn noch Dings beschwören muss. Ja, das ist fein. Come on. Come on. Oase der Drachenseele. Mein Gegner heißt MST, aber vielleicht liegt da kein MST. Ich schwöre, wenn da jetzt MST liegt. Solemn Judgment! No! Nein! Solemn Judgment! Für 50 Life Points! I cannot believe it. Nein! Das kann's nicht sein. Oh, Twister ist gut? Twister ist richtig gut. Okay. Ich glaube, wir können das trotzdem gewinnen. Max C. Juckt mich nicht. Wir haben einen großen Boy im Extra-Deck. Link 2. Okay. Oh, please. Ich weiß, es hätte einfach schon... Hätte ich Ischatos nicht weggelegt, wäre das schon vorbei gewesen. By the way. Okay. What happens next? Wir gehen rein in die Battle-Phase. Come on! Gib mir den Win! Ich brauch diesen Win! Ich brauch diesen Win, Bro! Come on! Book of Moon! Nein! Shit! Nein! Book of Moon auf sein eigenes Monster! Das kann's nicht sein! Wir sind dann. Ich hätte gegen Kashtira gewinnen können. Wir hätten fast gegen Kashtira gewonnen. Ah, das zeigt, wie gut die schaurige Matte ist. Aber damn, dude. Solemn Judgment und Book of Moon. Ich geh kurz pissen. Ich brauch ganz kurz. Und in der nächsten Folge von der Master Pack Challenge. Einen Win vor Platin und der Boy Arve choked gigahart rein gegen Kashtira? Wie schlecht war das denn bitte? Meinst du, wenn er so weitermacht, schafft er den Rank-Up überhaupt oder ist der Boy hart stuck in Gold? Das alles und noch vieles mehr in der nächsten Woche von der Master Pack Challenge.